In den letzten Jahren hatten Autotune und Marimba-Klänge die Playlisten fest im Griff. Melodien statt Bars, Hits statt harten Beats an der Spitze der Charts. Wohin man blickt, weichgespülter Wohlfühlsound mit Ohrwurmgarantie. Für viele ist Rap der neue Pop, mit allem, was dazugehört. War es das also mit dem richtigen und echten Rap? Adis sind bequem, Adis kann sich jeder leisten. Das Schöne an Rap ist ja, dass er sich immer wieder von Grund auf erneuern kann. Wenn es langweilig wird, kommt von irgendwo ein gänzlich neues Genre oder ein vollkommen neuer Trend um die Ecke. Und seit einiger Zeit formiert sich im Untergrund eine neue Generation an Rappern und Crews, die mit ihrem Sound den Gegenentwurf zum Playlisten-Einheitsbrei liefern wollen. Alle meine Brüder stinken morgen schon nach Bier. Ganz vorne mit dabei die 102 Boys aus Ostfriesland. Wer die bängenden Bierhymnen von Chapo 102 und Co. hört oder mal ein Konzert der Jungs besucht hat, weiß, wovon die Rede ist. Asozial Allstars ist nicht einfach nur ein Mixtape-Titel und Alle meine Freunde stinken morgens schon nach Bier nicht einfach nur ein Slogan, sondern beides Programm. Die 102 Boys aber nur auf ihre Affinität für Alkohol zu beschränken, wäre falsch. Hier wandert eine Crew gekonnt auf dem schmalen Grat zwischen stumpfem Sound und stylischen Songs. Was auffällt, viele der aktuellen Real-Rap-Newcomer kommen aus Berlin. Einer von ihnen ist Paschanim. Gerade mal Anfang 20 brauchte der Kreuzberger nur einen Song, um sich als Newcomer Nummer 1 aus 030 in Position zu bringen. Shababs Botten katapultierte Paschanim aus dem Kreuzberger Hinterhof in die Charts. Im Anschluss demonstrierte er mit Hauseingang, dass er alles andere als ein One-Hit-Wonder ist. Keiner catcht den Vibe der Hauptstadt aktuell so wie Pascha. Gemeinsam mit Simba und RB030 bildet der Berliner Rookie die Playboys-Mafia. Keine Band, kein Label, keine Crew, sondern einfach nur ein loses Kreativkollektiv. Aber genau das verkaufte nicht mal einen Tag sein erstes Konzert in Berlin restlos aus. Die Playboys-Mafia sieht man auch immer wieder in den Videos von Kasimir1441. Der 19-Jährige kommt ebenfalls aus Berlin, genauer Steglitz. Nach Rap-Anfängen im Alter von 14 entwickelte sich Kasimir mit einer Handvoll Songs in den letzten Jahren zum absoluten Untergrund-Geheimtipp. Mit Johnny Walker kommt der Durchbruch. Wirklich viel weiß man über den 19-Jährigen allerdings nicht. Ist aber eigentlich auch egal, denn die Energie und Aggressivität, mit der Kasimir über wilde Trap-Beats mit 2 Minuten Länge schreit, erinnert an eine wilde Mischung aus Haftbefehl und Kool Savas in ihren Anfangstagen. Kein Wunder, dass Kasimir gerade in aller Munde ist. BHZ, Rap-Kreation und Argonautics, 65 Goons, Lucio 101 und Yin Kalle, Big Toe, Louvre 47 oder Prettyface Cuppy machen sich ebenfalls daran, Hip-Hop von der Hauptstadt aus wieder hart zu machen. Aber auch im Rest der Republik gibt es jede Menge junge Talente. Von Lugatti und Nine aus Köln über OG Kimo-Kumpel Langfinger Binio aus Mannheim bis hin zur Schulter 139 aus Dortmund. Was haltet ihr von der neuen Rap-Generation? Wer sind eure Favoriten? Übernimmt nach dem Autotune-Hype wieder der Real Rap? Wer wird noch richtig durchstarten? Und wen sollte man unbedingt auf dem Zettel haben? Schreibt es in die Kommentare und checkt die Playlist mit den besten Songs von den 102 Boys, Paschanim, Kasimir1441 und Co.